15.30 Uhr spät. Ja. Okay, viel Spaß. Ja, ich begrüße Sie auch herzlich und möchte erstmal sehr dafür danken, dass ich hier in Köthen mitwirken kann. Und bin einfach sehr froh darüber, dass hier auch ein Platz ist für eine christliche Stimme im Konzert der Zinsüberwinder und der Leute, die für eine andere Wirtschaft eintreten. Das finde ich gar nicht selbstverständlich, dass wir hier mitwirken können. Das freut mich sehr. Unsere kleine Gruppe, die hier unter dem Namen der 9,5 Thesen versammelt ist, also außer meiner Wenigkeit noch die Frau Frieling, der Heiko Kastner und der Ralf Becker, sind ja alle hier auch bei der Tagung zugegen, wirken auch alle mit. Also eine gute Präsenz und das freut mich einfach sehr. Und dann trifft es sich auch noch, dass die hiesige Jakobskirchengemeinde eine Ausstellung zum Thema Bibel und Geld gestaltet hat, die wir dann, dazu lade ich hiermit noch im Namen des Pfarrers herzlich ein, dann nach meinem Vortrag gemeinsam unter der Führung von dem Pfarrer Hennecke, wo ist er jetzt gerade nochmal so? Ja, genau, Hennecke, genau, besuchen können. Also das sage ich jetzt schon mal an. Um 3:30 starten wir dann direkt nach dem Vortrag und gehen gemeinsam rüber zur Jakobskirche. Ja, dieser Vortrag von mir ist unter dem etwas rätselhaften Titel, die 9,5-Thesen-Initiative, angekündigt worden. Rätselhaft, weil Sie ja keinesfalls alle diese Initiative kennen, auch nicht alle kennen müssen, gar nicht zu kennen brauchen, denn sie ist ja primär angesetzt gewesen als eine innerkirchliche Initiative, als ein Versuch, das Zinsthema, das Geldthema in die Kirchen hineinzutragen. Und da haben sie ihren Ort. Also wer damit nicht befasst ist, muss sie auch nicht unbedingt kennen. Wir haben das wirklich ganz stark auf das innerkirchliche, auf die innerkirchliche Szenerie hin abgestimmt. Und was man jetzt sagen kann über den Erfolg dieser Initiative, die seit 2008 läuft, ist, dass sie keinerlei Resonanz gehabt hat. Also darüber ist eigentlich gar nicht viel zu erzählen. Wenn es darum ginge, also über das Schicksal dieser Initiative zu erzählen, dann könnte ich Ihnen nicht viel erzählen. Wir haben im Jahre 2008 unsere 9,5 Thesen, die eigentlich hier vorne auf so einem großen Plakat stehen sollten, aber das Plakat wurde eben gar nicht mehr gefunden. Ich trage sie dann gleich vor, aber das war so gedacht. Die haben wir also an alle Kirchenleitungen der evangelischen und katholischen Kirchen im deutschsprachigen Raum, also Schweiz, Österreich, Deutschland, geschickt, an alle Ordensleitungen, an alle Leitungen der kirchlichen Verbände, also Caritas und Kolping, was da alles so gibt und so, und haben die Thesen dahin gesandt, halt als eine bestimmte Stellungnahme eben zum Thema Zinsverbot und wie die Kirche dazu stehen könnte, und haben das eben eingeleitet mit der Formulierung, die an Martin Luther bewusst auch gemahnen sollte, nämlich eben aus Liebe zur Wahrheit und zur Gerechtigkeit und im Bestreben, sie an den Tag zu bringen und angesichts der inzwischen offenbar gewordenen Krise unseres globalen Finanz- und Wirtschaftssystems soll unter Christenmenschen über folgende Sätze diskutiert werden. Also die letzten beiden Worte will ich jetzt hervorheben. Wir wollten zur Diskussion einladen, wir wollten das Thema in die Kirchen hereintragen. Und wir haben aber keine einzige Antwort bekommen, die eine Bereitschaft zu einer Diskussion hat erkennen lassen. Keine einzige. Von den etwa 250 Briefen wurden etwa 50 beantwortet. Und von denen waren die überwiegende Mehrheit ganz einfach ablehnend, abweisend und entrüstet. Einige zeigten Verständnis für das Anliegen, aber niemand war bereit zu kommen oder auch nur einen Vertreter, eine Vertreterin zu unserer dann angesetzten Diskussionstagung zu schicken. Also man kann sicherlich ohne Übertreibung sagen, das Thema Zins und so ist noch nicht in den Kirchen angekommen. Es ist noch gar kein Thema der Kirchen. Im Gegenteil, es weckt erhebliche Widerstände, die sicher auch damit zusammenhängen, dass die Kirchen auf ihr eigenes Geld gucken, ihr eigene Vermögensbestände gucken und Sorge haben, die Rede von Zinsfreiheit könnte diese Geldbestände in irgendeiner Weise unter Druck setzen und könnte ihnen Einnahmequellen dann wegnehmen. Wir haben dann einen zweiten Versuch gestartet, indem wir dann im September 2010 oder genauer gesagt am 30. Oktober, also zum Reformationstag hin 2010 in Frankfurt an der Paulskirche, diese 9,5 Thesen, die ja mit ihrer Zahl schon an Luthers 95 Thesen gemahnen sollen, und wir sie eben recht gehört haben, auch die Einleitung hat schon das Lutherdeutsch aufgenommen und versucht, gleichsam nochmal für diesen Zweck heranzuziehen.
Da haben wir die gesamte Presselandschaft Deutschlands benachrichtigt, haben die kirchlichen Zeitschriften einzeln angerufen, die Chefredakteure, was es alles gibt, also vom Sternsinger Blättchen bis zum Rheinischen Merkur, Hoch und Christ in der Welt und alle Kirchenzeitungen und so weiter, und haben eben gehofft, dass wir da nun einfach die Presse mal zu versammeln könnten und eben unsere Thesen da vortragen könnten, haben danach dann eine Pressekonferenz anberaumt, wobei das Haus am Dom, das kirchliche Bildungshaus in Frankfurt direkt an der Paulskirche, uns den Zutritt verwehrt hat, weil man, wie es dann offiziell oder halboffiziell hieß, die guten Beziehungen zum Frankfurter Banken- und Wirtschaftssektor nicht aufs Spiel stellen wollte, so hieß es dann. Ne? Aber auch da kam so gut wie niemand, es waren 2, 3 Journalisten da, vom Public Forum war jemand da, aber ansonsten so gut wie keiner. Also wie gesagt, es ist gar keine Erfolgsgeschichte zu erzählen, sondern nur ein Test darüber, inwieweit das Zinsthema ein Thema der Kirchen ist, und es ist es nicht. Wir sind dann weitergegangen, davon werde ich gleich noch mehr erzählen, indem wir versucht haben, das Thema in die Gemeinden hereinzutragen. Im letzten Jahr haben wir in Köln, in St. Theodor, eine Gemeinde, die vielleicht manche kennen könnten, über den recht prominenten Pfarrer Franz Meurer. Ja, löst der Name hier irgendwas aus? Nee, offenbar nicht, aber der ist jemand, der eine radikal sozial orientierte Gemeindearbeit betreibt und in dessen Kölscher Gemeinde sogar der sehr viel radikalere Grundsatz gibt: Hier gibt es alles umsonst, also da zahlt man gar nichts. Insofern war das schon jemand, der irgendwie geldtheoretisch sensibilisiert war. Da haben wir eine schöne Tagung gemacht und da haben wir auch gezeigt, eben, dass eine eigene Gemeindeökonomie durchaus möglich ist. Was ich jetzt heute hier vortragen möchte, sind weniger die 9,5 Thesen als solche, die wahrscheinlich hier bei euch, bei Ihnen weitgehend offene Türen einrennen werden, als den Versuch, noch einmal zu zeigen, welchen Beitrag christliche Gemeinden und der christliche Glaube für die Überwindung unseres ungerechten Geldsystems und Währungssystems leisten können. Und ich werde diesen Beitrag in 3 Hinsichten versuchen zu verdeutlichen. Einmal den Blick auf die Geschichte, indem ich eben an die etwa 1500 Jahre Erfahrung erinnere, die die Kirche, vor allem die katholische, mit eben der Durchsetzung des Zinsverbots oder eben einer zinsfreien Währung hat. Und im zweiten Teil werde ich versuchen darzulegen, dass der christliche Glaube vielleicht eine besondere Kompetenz dazu gibt, Systemzwänge zu überwinden. Und im dritten Teil werde ich unser Handbuch für eine Gemeindeökonomie oder für eine Geldreform in der Gemeinde, was hier auch schon liegt, ein wenig vorstellen und werde sagen, welche Schritte wir uns denken können, die christliche Gemeinden gehen können zur Entwicklung einer gewissermaßen alternativen Ökonomie. Dieses Handbuch, ein Ausdruck davon liegt auch hinten auf dem Tisch, können Sie gerne einfach mitnehmen, solange der Vorrat reicht. Also, was ist jetzt zu sagen in dem ersten Punkt Erfahrung mit zinsfreier Währung? Zunächst einmal, dass eben die Bibel das Zinsverbot enthält. Und das ist keine leicht zu nehmende Sache. Also wir haben es auch hier zitiert in den Thesen, Deuteronomium 23,20, du sollst von deinem Bruder und deiner Schwester nicht Zinsen nehmen, weder für Geld noch für Speise, noch für alles, wofür man Zinsen nehmen kann. Das ist eine Formulierung aus dem Deuteronomium. Man findet ähnliche Formulierungen auch im Buche Exodus und im Buche Leviticus. Das heißt für Kenner der biblischen Bücher, dass in allen 3 großen Gesetzeskodizes der Bibel, also im Bundesbuch etwa aus dem 8., 9. Jahrhundert vor Christus, dem Deuteronomium, also etwa dem 6., 7. Jahrhundert vor Christus, und dem Heiligkeitsgesetz etwa aus dem 4., 5. Jahrhundert vor Christus, das Zinsgebot verankert ist. Und wenn man dann, so wie ich, die Bibel für Gottes Wort hält, dann kann man also sagen, dass sich Gott in der Zinsfrage eindeutig positioniert hat. Eindeutig. Also Gottes Wort steht hier auf unserer Seite, und ich möchte auch sagen, dass Gottes Geist und damit Gottes Wort auch hier in Köthen zugegen ist, insofern hier in seinem Geiste und nach seinem Worte gedacht und gehandelt wird. Also eine klarere Positionierung gibt es dazu eigentlich gar nicht mehr. Das Zinsverbot ist, so hat der große Erforscher der biblischen Sozialgeschichte Frank Krüsemann gesagt, das Grundgebot der biblischen Ökonomie. Darum kommt es auch in allen 3 Gesetzessammlungen vor und wird auch immer wieder aufgegriffen in späteren Zeiten beim Prophet Jeremia, Psalm 15 etc. Was bedeutet, dass eben nicht nur so geschrieben worden ist, sondern dass es auch wirklich auf die Einhaltung gedrungen worden ist und die wiederholte Nennung offenbar notwendig war, um Übertretungen als solche kenntlich zu machen und eben auch einzudämmen. Also
Das ist nicht nur Papier gewesen, das ist eine wirkliche ökonomische Forderung gewesen, die dann zu ergänzen ist, um die Forderung des Schuldenerlasses in jedem siebten Jahr und um die Regelung, dass in jedem 50. Jahr, dem sogenannten Jubeljahr, jeder zu seinem angestammten Bodeneigentum, Grundeigentum zurückkehren kann. Diese drei Säulen der biblischen Ökonomie, die mit vielen anderen noch zu ergänzen wären. Also wer sich da nochmal ein bisschen reinarbeitet, ich empfehle wirklich sehr das schöne Buch von Frank Krüsemann, die Tora. Sieht eben, dass die Bibel ein umfangreiches soziales und ökonomisches Programm beinhaltet, wobei unter anderem der Tierschutz auch eine ganz große Rolle spielt, ein wichtiges Thema in dem Zusammenhang, aber wo eben das Zinsverbot wirklich das Grundgebot ist. Und in diesen Geboten drückt sich im Grunde genommen die biblische Einsicht aus, dass man die Wirtschaft nicht sich selbst überlassen kann. Das ist eigentlich eine Grundaussage der Bibel in der Beziehung. Man kann die Wirtschaft nicht sich selbst überlassen, weil sie dann, so könnte man im Sinne einer biblischen Denkweise folgern, weil sie dann der Maßlosigkeit des Menschen ausgeliefert ist. Denn dass der Mensch zur Maßlosigkeit tendiert, ist ja nun eine Grundaussage der biblischen Anthropologie, die wir dann eben finden in der berühmten Paradiesgeschichte, Geschichte vom Sündenfall Evas und Adams, die Sie alle kennen und von der eben nur zu erzählen ist, dass der Mensch zwar gut geschaffen ist, aber wenn er denn verlockt wird mit der Aussicht, nicht zu sterben, alles zu wissen und wie Gott zu sein, und wenn das nur noch in Form von köstlichen, gut anzusehenden Früchten ihm serviert wird, von einer geschickt argumentierenden Schlange, die klügste von allen Tieren des Feldes war, also sehr rational war, dann ist offenbar der Mensch, Mann wie Frau, Frau wie Mann, nicht in der Lage zu widerstehen. Also die Bibel sagt nicht, dass der Mensch böse ist und dass der Mensch versuchlich ist und dass es einen Grad der Versuchung gibt, dem offenbar Menschen in der Regel nicht widerstehen können. Und das ist nicht unbedingt eine Aussage über die Schwäche und über die Gier und die Unmoral des Menschen, sondern genau wie es eben auch die Paradieserzählung sagt, eine Aussage über seine Vernunft. Weil der Mensch vernünftig ist, neigt er zur Maßlosigkeit. Die Vernunft kennt an sich kein Maß, während zum Beispiel das Eichhörnchen das Maß kennt, nur für den Winter zu sammeln, weiß der Mensch Kraft seiner Vernunft, dass die Zukunft unberechenbar ist und sich sehr ziehen kann und allerhand Zwischenfälle eintreten können. Und deswegen wird der Mensch, wenn er vernünftig ist, mehr sammeln, um die Zukunft zu sichern, als nur für den einen Winter. Und dieses viele Sammeln ist ja auch ein Ausdruck unseres heutigen Geldsystems mit den unglaublichen Mengen, die ja irgendwie alle letztendlich für die Zukunft bereit liegen. Oder auch anders, ich will das nur kurz andeuten, das ist eben so die biblische Grundaussage, weil der Mensch eben weiß, dass Schutz vor Feinden und die Macht, die man dazu haben kann, gar nicht groß genug sein kann, weil sich immer eine Gegenmacht gegen Macht erhebt, die wiederum die eigene Macht größer werden lassen muss, um der Gegenmacht begegnen zu können, weil sich eben Macht und Gegenmacht immer aneinander steigern. Deswegen ist der Mensch eben auch der Versuchung zur endlosen Steigerung und Akkumulation von Macht und Gewalt offenbar schutzlos ausgesetzt. Oder letztes Beispiel, aber man könnte viele Beispiele nennen, auch eben was die Anerkennung des Menschen betrifft. Jeder Mensch sucht nach Anerkennung, Bestätigung, Zuwendung und guten Worten. Aber auch da machen wir eben die Erfahrung, und die Erfahrung ist in der Bibel auch präsent, dass eben die Menschen davon offenbar nie genug bekommen können. Wann hat jemand genug Lob gehört? Wann ist jemand wichtig genug? Wann ist jemand hoch genug auf der Leiter? Wie viel kann man noch erreichen? Aber die Menschen können davon nicht genug bekommen. Dieses nicht genug bekommen können, ist eben das, was den Menschen auszeichnet, Kraft seiner Vernunft. Und deswegen, weil das so ist, muss dem Mensch, so meint die biblische Weisheit, eben ein Maß gesetzt werden. Es ist dir gesagt, oh Mensch, was gut ist, heißt im Propheten Hosea. Also der Mensch kann von sich aus schlecht das rechte Maß finden. Und weil das so ist, kommt eben ein treuer und gerechter Gott und setzt ihm in seinen Geboten, in seiner Weisung, wie wir besser sagen würden, das rechte Maß. Sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten Tag sollst du ruhen, ist so ein typisches maßvolles Gebot, wo eben das heilsame Maß deutlich wird, das Menschen gesetzt haben müssen. Und wie man heute eben sieht, fallen diese Gebote fort, dann finden die Menschen kein Maß mehr und arbeiten sieben Tage und am besten noch 24 Stunden durch, wenn das irgendwie zu machen wäre, bis die Gesundheit nicht mehr mitspielt. Und darum haben wir auch eben gesagt, hier in unseren Thesen, das Gebot des Zinsverzichts
ist das Grundgebot der biblischen Ökonomie, die eine solidarische ist. Gott setzt unserer Gier eine heilsame Grenze. Darum geht es im Wesentlichen. Jetzt will ich nur erzählen, und das will ich hoffentlich auch kurz machen, dass dieses biblische Zinsverbot natürlich eine lange, lange Geschichte gehabt hat und dass man eben im Rahmen der biblischen Religion in Anspruch nehmen kann, eben eine Kultur des zinsfreien Geldes doch erzeugt zu haben und dass sie von daher also einige historische Bedeutung haben für die heutige Suche nach solchen Modellen. Also einmal im jüdischen Bereich, jetzt denke ich vor allem auch an das nachbiblische, rabbinische Judentum, also was sich dann in den großen Schriftwerken der Mishnah und des Talmud und vielen weiteren großen Schriften artikuliert hat, finden wir eine äußerst intensive Reflexion auf das Zinsverbot, also sowohl in dieser Sammlung der Mishnah, die unmittelbar die relevanten Gesetze der mündlichen Tora aus in der nachbiblischen Zeit, etwa bis Ende des 2. Jahrhunderts, fixiert hat, wie eben auch dann im Talmud, diesem Riesenwerk jüdischer Gelehrsamkeit, das etwa vom 2. bis zum 6. Jahrhundert nach Christus verfasst worden ist. Und da kommt man also an kein Ende, wenn es darum geht, zu fragen, wie denn das Zinsverbot genau ausgelegt werden soll. Und die Tendenz ist immer die, dass es also eingehalten werden soll und dass es radikal eingehalten werden soll. Also die Mishnah kennt den Begriff des Staubs auf den Zinsen, also damit meint man so kleine Geschenke, Vergünstigungen und irgendwelche Vorzüge, die anstelle des regulären Geldzinses dann doch noch gezahlt werden, so ein bisschen so wie im Islamic Banking es vielleicht heute ist, ne? Aber das soll eben gerade nicht sein, es wird sehr genau darauf geachtet, dass da nicht in irgendeiner Weise eben auch das Zinsverbot auf diese Weise umgangen wird und so. Und ebenfalls im Talmud, findet man die schöne Definition, der Zins ist der Lohn fürs Warten. Und das ist eigentlich, finde ich, fast die kürzeste und präziseste Definition, die man dazu sagen kann. Und die talmudischen Regelungen aus den Traktaten, die das Wirtschaftsleben betreffen, versuchen, jeden Versuch einer risikofreien Geldvermehrung zu unterbinden. Also das, was heute auch uns bewegt als Zinsgegner, also kein risikofreier Geldgewinn. Und interessant in dem Zusammenhang, dass es eben dann im jüdischen Bereich dieses Institut der Iskar gegeben hat, also eines besonderen Darlehensvertrages, der auf jeden Fall, ich will Einzelheiten jetzt nicht ausführen, vorsah, dass der Kapitalgeber zwar einen anderen mit seinem Kapital investieren und wirtschaften lassen konnte, aber dass er das Risiko, also Verlust, wie auch Gewinn voll mitzutragen hat. Also kein risikoloser Einsatz von Kapital. Und mit dieser Iskar-Institution ist das Judentum auch immer gut gefahren. Auch heute gilt das noch. Ich habe mal mit dem Rabbiner von Duisburg gesprochen, der sagt, das ist immer noch unsere Grundlage für wirtschaftliches Handeln, wenn auch heute im Rahmen der allgemeinen Situation unseres Geldsystems natürlich das nicht mehr selbstverständlich ist. Ja, die Kirche hat sich von Anfang an auch wirklich klar zum Zinsverbot bekannt. Man wird sicher sagen können, dass das römische Imperium auch deswegen untergegangen ist, weil es sein Geldsystem nicht mehr in den Griff kriegte, gerade sein Zinssystem nicht in den Griff bekam. Also die Dekadenzphase des Imperiums war von Zinssätzen von 50% und 60% teilweise gekennzeichnet, wegen der hohen Ausfallrisiken, Völkerwanderung, Antipochtas und viele andere Faktoren führten eben dazu, dass die Zinsbelastung in vielen Bereichen unerträglich war. Und die Kirche hat dann auf ihrem ersten ökumenischen Konzil im Jahre 325 in Nicäa gleich schon das Zinsverbot als für die Kirche verbindlich definiert. Also wer sich ein bisschen theologisch auskennt, weiß, das Konzil von Nicäa ist ja bekannt wegen seiner berühmten Definition der Gottessohnschaft Jesu Christi, also eines Wesens mit dem Vater. Das wird in allen Dogmengeschichten heute noch überliefert, aber die zweite und wie ich finde vielleicht nicht minder wichtige Konzilsentscheidung eben, dass das Zinsverbot in der Kirche eingeführt wird, das wird heute in der Regel in den dogmatischen Lehrbüchern nicht mehr erwähnt. Aber es ist eben so geschehen und man kann jetzt, wenn man die Einzelheiten darlegen würde, kann man sehr, also ins Historische hinein, aber sagen, die Kirche hat in der Zeit, wo sie das Wirtschaftsleben beeinflussen konnte, hat sehr viel getan, um gegen den immer natürlich vorhandenen Wunsch der Menschen mit ihrem Geld, also Geschäfte zu machen und gewissermaßen Wucher zu machen, hat sie eben angekämpft und immer neuer Art das Zinsverbot bekräftigt. Dazu gab es eine umfangreiche Begründungsliteratur von den Kirchenvätern der alten Kirche an, über das Mittelalter hin. Thomas von Aquin, der große Lehrmeister
der Scholastik schreibt umfangreich über den Zinsen, erklärt eben, dass niemand die Zeit, die Gott uns schenkt, zu eigenen Nutzen gewissermaßen ausnutzen und zu Geld machen darf. Also das ist schon kein Randthema gewesen. Und immer wieder haben Päpste und Konzilien das Zinsverbot gegen die offenbar drohende Übertretung eingeschärft. Zuletzt übrigens, das ist nochmal sehr bemerkenswert, 1512 im 5. Laterankonzil, dem letzten Konzil vor der Reformation, 1512 wird noch einmal das Zinsverbot bekräftigt, und zwar im Zusammenhang der Diskussion um die sogenannten Montes Pietatis. Das ist so ein Begriff, das sind kirchliche Pfand- und Leihhäuser gewesen, die im Mittelalter eingeführt worden sind, also Leihanstalten, wo man von der Kirche Kredite bekommen konnte, also Banken könnte man sagen, die aber eben das Geld zinsfrei ausgegeben haben. Und dann die Frage, die dann auf dem Konzil erörtert wurde, war die, ob die Unterhaltskosten, die Geschäftskosten dieser Einrichtungen, dieser Montes Pietatis, dieser Berge der Frömmigkeit, ob die auf die Kredite draufgeschlagen werden durften oder nicht. Das wurde dann bejaht, das darf man eben nur bis zur Höhe der genau nachzuweisenden Geschäftskosten dieser Einrichtungen, es darf eben kein Gewinn dabei sein. Das ist insofern bedenkenswert oder erwähnenswert, weil eben mit der Reformation bricht der Damm. Also mit der Reformation verliert die Kirche die Möglichkeit, das Wirtschaftsleben weiterhin maßgeblich zu prägen, mindestens in den Ländern, die von der Reformation betroffen worden sind. Luther wettert zwar noch, das weiß man, gegen den Wucher und predigt dagegen, aber ohne gewissermaßen juristische Konsequenzen. Während Calvin, der viel bedeutendere Reformator, was die Wirkung betrifft, ja den Zins dann bis zu einer Höhe von 5%, wie er meint, dass es angemessen wäre, also Angemessenheit, Aequitas, dann zulässt, und in dem Augenblick geht praktisch dann die Entwicklung los, und man wird ja dann auch nicht übersehen können, dass eben dann die stark calvinistisch geprägten Länder, Schweiz, Holland, England, Schottland und später eben dann mit den Auswanderern auch Amerika dann eben auch an der Spitze der neuzeitlichen wirtschaftlichen Entwicklung stehen, aufgrund eben dieser calvinistischen Ethik. Also man spricht heute sehr stark auch in der Forschung von konfessionellen Wirtschaftsstilen. Darauf mal zu achten, ist interessant, weil man sieht eben, dass der moderne Kapitalismus in seiner Weise irgendwie auf dem Boden des Calvinismus gewachsen ist, wenn auch nicht aus den Gründen, die Max Weber, aus den bekannten Gründen, die Max Weber dafür angeführt hat. Aber der entscheidende Punkt war wahrscheinlich schon, dass eben die Zinsen dort gelockert worden sind. Was ich unbedingt erwähnen möchte, ist, dass in der katholischen Barockzeit, also in der katholischen Barockkultur, die ja überwiegend Südeuropa betroffen hat, also Italien, denken wir vor allem dran, Spanien, Kroatien, Bayern, Polen und zu Ungarn, dieser Bereich, wenn man eben zur Barockkultur rechnet, dass der nach neuesten Forschungen, die bisher wirklich nicht so bekannt gewesen sind, seine große wirtschaftliche Prosperität weitgehend erhielt durch eine Beachtung eben des Zinsverbotes. Also bis ins 18. Jahrhundert hinein, bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, gab es in Europa große Regionen, in denen Geld zinsfrei gehandelt und verliehen wurde, bis auf einige Ausnahmen. Also auch da gab es natürlich regionale Unterschiede, aber im Großen und Ganzen lag die Kreditvergabe bei den Kirchen, speziell bei den Kirchengemeinden oder bei den Klöstern, überwiegend aber bei den Gemeinden. Und dort wurden keine Zinsen genommen oder ganz geringe Zinsen, und es wurde auch der Kreditausfall überwiegend nicht sanktioniert. Das kann man gerne nachlesen bei Peter Hersche, Muße und Verschwendung, ein wichtiges Buch über die Barockkultur, zweibändiger, dicker Wälzer, aber unglaublich spannend und lohnend zu lesen. Und dieser Peter Hersche schreibt, diese Barockkultur war ein anderer und weniger schmerzvoller Weg in die Moderne. Und es ist gut, heute daran zu erinnern, dass es diesen anderen Weg auch gegeben hat, dass es keinen Zwang gegeben hat, diesen Weg, also der Prosperität und der Steigerung des Wachstums zu gehen. Und wenn Sie Barock hören, weiß nicht, woran Sie so denken, ich denke an Barockmusik, an Vivaldi, an was ich was, Gesualdo und wie man da nennen will, Gabrieli, und an schöne Musik, an schöne Städte, ich denke an Siviglia, an Genua und an andere Erzeugnisse der Barockkultur. Und ich muss sagen, es war eine gute Zeit und keine arme Zeit. Man kann also auch diesen Weg in die Moderne nehmen. Das sollte nochmal hervorgehoben werden. Im katholischen Bereich gab es dann, das will ich auch noch kurz erwähnen, immer eine lange Debatte darüber, ob das Zinsverbot weiter aufrechterhalten werden sollte. Im Wesentlichen gab es zwei Schulen, die jesuitische und die dominikanische Schule. Die dominikanische Schule sprach sich weiterhin strikt für das Zinsverbot aus, und die jesuitische Schule, die immer so ein bisschen menschenzugewandt war,
sagte eben, nein, die Natur des Menschen fordert auch ihr Recht und deswegen darf er auch Zins nehmen. Und zwar vor allem dann, das war das Argument, was immer verwendet wurde, wenn mit dem ausgeliehenen Kapital in der Zeit auch Gewinne hätten gemacht werden können. Also lucrum cessans, wenn Gewinn entgeht, ne, wenn das nachgewiesen wird, dann ist Zinsnahme erlaubt, also als Ersatz für den entgangenen Gewinn. Das war schon im Mittelalter so definiert worden. Und im 16., 17. Jahrhundert, als die Diskussionen in der spanischen Barockscholastik geführt worden sind, hat man eben gesagt, da generell bei jeder Darlehensvergabe eine Gewinnmöglichkeit für den Kapitalbesitzer entgeht, ist dann generell auch der Zins erlaubt. Aber das ist eben nur eine Schule gewesen, die sich durchaus nicht allein hat vorsetzen dürfen. Ja, man wird sicherlich sagen können, dass dann am Beginn des 19. Jahrhunderts diese katholische Barockkultur mit ihrem zinsfreien Geld ziemlich gewaltsam von der Bühne der Weltgeschichte heruntergefegt hat. Also wenn Sie einmal gucken, Säkularisation in Deutschland, Enteignung der Kirchengüter, Josephinismus in Österreich, im österreichischen Großreich, ähnliche Wirkungen und die Französische Revolution. In allen katholischen Ländern werden praktisch die alten Barrieren beseitigt, damit diese Länder gewissermaßen fit gemacht werden für den modernen Kapitalismus, der dann ja auch in großem Ausmaß Einzug gehalten hat. Trotzdem stand im katholischen Kirchenrecht, im CIC, dem Codex Iuris Canonici, bis 1983 das Zinsverbot noch drin. Dann ist es endgültig getilgt worden. Und zwischendurch hat man von Rom aus die Anweisung gegeben, wenn ein Sünder eine Übertretung des Zinsverbots in der Beichte bekennt, was noch notwendig war, da es ja noch weiter als Sünde galt, dann heißt es, er ist nicht zu beunruhigen, non sunt inquietandum. Ja, das war eine weise Regelung. Man kann keinen Menschen dazu zwingen, aus einem System auszusteigen, das einfach besteht, aber man soll die Sünde als solche noch benennen, nur eben, und darf die Menschen nicht deswegen beunruhigen. Zumal dann nicht, wenn viele Menschen natürlich auch viel mehr Zinsen zu zahlen hatten, als sie Einnahmen, und dann ihnen dann die paar Einnahmen, die sie mit ihrem Postsparkonto dann noch haben würden, ihnen noch als Sünde dann anzurechnen, wäre schon auch eine besondere Härte gewesen. Ja, ich denke, um diesen ersten Teil abzuschließen, es wäre sehr gut, wenn die Kirche sich heute in dieser kritischen Zeit auf diese Tradition wieder besinnen würde, einfach ein Gefühl dafür kriegen, dass wir hier eine lange Tradition haben, dass das Zinsverbot und eine damit einhergehende Wirtschaftsordnung zum Kernbestand der christlichen Überlieferung gehört und einfach auch wieder Gottes Wort aus der Heiligen Schrift neu ernst zu nehmen. Ich habe noch am Sonntag hier in der Kirche in Köthen gerade eben gehört, dass das Thema war in der Lesung eben die Übergabe des Gesetzes an Mose am Berg Sinai. Das war die Lesung gewesen und danach wurden wunderschöne Psalmen gesungen. Das Wort des Herrn ist gerecht und vollkommen. Das Wort des Herrn, die Weisen des Herrn erfreut das Herz. Aber das muss man auch wieder ernst nehmen, was damit gemeint ist. Und leider ist das eben ganz weit weg von der Wirklichkeit der Gemeinden, sich auf diese Dinge zu beziehen. Man kann es auch anders sagen, die Kirche muss diese Art von funktionaler Differenzierung wieder rückgängig machen, die darin besteht, dass ich eben für jeden Bereich der Gesellschaft nur jeweils ein Funktionssystem für zuständig hält und eben die Kirche nur fürs Religiöse zuständig ist. Das kann durchaus nicht so sein, sondern wie es der amerikanische mennonitische Theologe John Howard Yoder jetzt vor kurzem nochmal in einer schönen Formulierung gesagt hat, keine irgendwie geartete Sphäre darf dem Evangelium gegenüber Souveränität beanspruchen. Also das setzt voraus, dass von Seiten der Christen aus eben keine Sphäre Souveränität beanspruchen darf. Also sie versuchen auf ihre Weise das Evangelium in allen Funktionsbereichen anzuwenden und dort einzusetzen. Natürlich auf einer anderen Ebene kann man schon sagen, dass die Funktionssysteme jeweils für sich autonom sind, aber von Seiten der Kirche kann das für das Evangelium nicht gelten. Ja, damit komme ich schon zum zweiten Thema, das Wirtschafts- und Finanzsystem im Lichte einer Theologie der Mächte und Gewalten. Wir Christen bekennen in jedem Gottesdienst im Rahmen des Sanctus Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Ein uralter biblischer Lobsatz aus dem Propheten Jesaja, der sowohl bei Juden wie bei allen christlichen Konfessionen im Zentrum der Liturgie steht, Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Aber was ist das eigentlich, diese Mächte und Gewalten? Wen meinen wir eigentlich damit? Das ist die große Frage. Nach meiner theologischen Arbeit, nach meiner Theorie, sind damit eigentlich
Das ist das damit gemeint, was wir heute in der Systemtheorie unter sozialen Systemen verstehen. Also ich glaube, dass die Systemtheorie sehr hilft, um zu begreifen, dass es über dem Menschen stehende Mächte gibt, die den Menschen beeinflussen und die die Illusion auflösen, der Mensch sei in der Lage, sich selbst völlig alleine zu dirigieren und zu beherrschen und würde immer nur seiner Vernunft folgen. Also die Mächte und Gewalt sind etwas wie ein Anti-Aufklärungselement. Also die Aufklärung sieht nicht recht, dass der Mensch immer nur authentisch und eigenständig und selbstbestimmt handelt, sondern der Mensch ist auch eben Gegenstand von solchen sozialen Systemen. Wenn man das in einem aufgebrauchten Bild bringen will, dann wäre es eben der Begriff oder das Bild des Schwarms, des Fischschwarms, des Vogelschwarms. Ja, denken Sie gerade mal, so ein Fischschwarm, wie er da mit vielen tausend Fischen sich durch das Wasser bewegt, oder solche Vogelschwärme, wie Sie jetzt oft noch auf der Rückkehr aus dem Winterquartier jetzt am Himmel sehen kann. Und das sind typische Systeme, in diesem Fall natürliche Systeme, die aber auch schon Sozialsysteme sind. Und Sie müssen sich einfach vorstellen, die Menschen sind auch in solchen Schwärmen organisiert. Dann haben Sie einen Begriff davon, wie stark unser Verhalten systemisch konditioniert ist. Ja? Also vielleicht nur ein Beispiel, könntest du natürlich an vielen Beispielen festmachen, aber wenn wir gleich hier nach dem Vortrag in die Pause gehen oder wenn Sie gleich rausgehen, dann werden Sie sich in irgendeiner Weise, wenn Sie nicht für sich bleiben wollen, in Gesprächsgruppen zusammenfinden und sofort entstehen soziale Systeme, ein Interaktionssystem, nämlich eben das Interaktionssystem Gespräch, ein schwaches, aber doch schon recht machtvolles System, denn dieses Gespräch besteht daraus, dass darin Äußerungen getan werden, die ihre eigene Anschlussfähigkeit erwarten und teilweise auch sogar erzwingen. Und daran sehen Sie schon einmal, was das Gespräch doch für eine machtvolle Angelegenheit ist. Denn wenn Sie in ein Gespräch reinstolpern, ja, dann hören Sie, das und das wird gesagt und Sie werden versuchen, in das Gespräch reinzukommen, in das Systemgespräch reinzukommen, indem Sie irgendetwas sagen, was sich als anschlussfähig erweist. Ja? Und wenn Sie etwas sagen, was nicht anschlussfähig ist, dann wird das Gespräch Sie als System abstrafen, indem es Sie ausgrenzt, exkludiert oder aber, wenn es ein intelligentes System ist, wird es eine abweichende Äußerung sogar noch versuchen, irgendwie zu integrieren, indem sie es scherzhaft nimmt oder wie auch immer. Aber das Gespräch steuert das, was Sie aus der Vielzahl dessen, was Sie alles so sagen könnten in dem Augenblick, dann wirklich sagen. Also Millionen Dinge gehen Ihnen vielleicht durch den Kopf, aber die Äußerung, die Sie machen, ist am System selektiert. Also das ist ein Begriff davon, wie stark Systeme sind. Und auch eben ein Begriff dafür, dass Systeme nur existieren können, wenn sie sich von ihrer Umwelt klar unterscheiden. In dem Augenblick, wo Sie ein Gesprächssystem bilden, ist für Sie der Rest der Welt Umwelt. Also aus dem Sie nur sehr selektiv Informationen ins Gespräch aufnehmen. Also so etwa so wie heute, wie Sie heute gesagt haben, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, Frau Wiegel, genau, Entschuldigung. Dass Sie gesagt haben, also von irgendwie 20.000 Reizen werden nur 40 bis 60 vom Bewusstsein aufgenommen oder waren es noch eine größere Zahl. Jedenfalls so ungefähr ist es auch bei einem solchen sozialen System Gespräch. Also nur das, was im System anschlussfähig ist, was nach der Logik des Systems überhaupt verarbeitet werden kann, spielt für das System eine Rolle. Der Rest ist, wie Luhmann, der große Systemtheoretiker, sagt, einfach nur Rauschen. Und Sie müssen sich vorstellen, dass wir in jeder Beziehung in solchen Systemen leben. Also hier müsste eine gewissermaßen bloß individuelle Betrachtung des Menschen aber unbedingt ergänzt werden um so eine systemische. Und das gilt dann auch gerade für die großen Funktionssysteme unserer Gesellschaft, wie eben das Rechtssystem, das Bildungssystem, das Politiksystem und auch gerade das Wirtschaftssystem. Diese Systeme sind jeweils für eine bestimmte Funktion in der Gesellschaft zuständig. Und ihre Effizienz liegt darin, dass sie eben nur diese eine Funktion bearbeiten. Im Unterschied etwa zum Mittelalter, wo ein Adeliger für Recht, Wirtschaft, Religion etc. etc. zuständig war, haben wir heute Systeme, die nur für jeweils eine Funktion zuständig sind, deswegen ihre Komplexität enorm reduzieren können. Also Komplexitätsreduktion in System. Das Recht muss nur in der Lage sein, ein Sachverhalt nach der Unterscheidung Recht und Unrecht zu beurteilen. Und das, wo das geschieht, da ist das Rechtssystem. Und zugleich gibt es eben, also neben dieser Komplexitätsreduktion, das, was Luhmann Redundanzverzicht
nennt, also für jede Funktion ist nur ein System zuständig. Wir haben nur ein Wirtschaftssystem, ein Rechtssystem etc. in der modernen Gesellschaft. Während das früher ja in der Ständegesellschaft auf verschiedenen Stufen verteilt war, haben wir heute nur noch jeweils eins, mit der Konsequenz eben, dass wir von dem einen, für den einen Bereich vollständig abhängig sind. Und das macht das Problem aus. Wir haben nur dieses Wirtschaftssystem im Augenblick und kein anderes. Und das System, jetzt muss ich sehr vereinfachen, aber ich denke, Sie können das auch aus eigenem ergänzen, hat sich eben gebildet in der Aufnahme menschlicher Bedürfnisse. Also unsere Bedürfnisse nach materieller Selbsterhaltung haben wir gewissermaßen im System organisiert. Genauso wie wir unser Bedürfnis nach Unterhaltung im Systemgespräch organisieren, wenn wir es denn tun. Und das System übernimmt gewissermaßen diese Bedürfnisse, ist mit ihnen gekoppelt, so nennt das Luhmann, aber entwickelt ein eigenes Regelsystem, um die Bedürfnisse zu erfüllen. Und deswegen können wir eben heute unsere materiellen Bedürfnisse, wie es aussieht, nur nach den Regeln erfüllen, die uns dieses Wirtschaftssystem vorgibt. Wir können es quasi fast gar nicht mehr außerhalb. Man muss kaufen, man muss diesen Code zahlen und nicht zahlen benutzen, der in dem System eben verwendet wird, um die Unterscheidung von Haben und Nichthaben zu überwinden. Das ist eine Spielregel im System der Wirtschaft, die im System selbst höchst effizient ist, eben die Unterscheidung Haben und Nichthaben, die schwierig zu kreuzen ist, wird mit der Unterscheidung Zahlen, Nichtzahlen gewissermaßen überformt. Und wenn man dann zahlt, bekommt man, was man vorher nicht hat und kann das Geld gleich wieder für anderes ausgeben, respektive die Ware wieder in Geld umwechseln. Also das System erfüllt zu seinen eigenen Gesetzen unsere jeweils darauf gerichteten Bedürfnisse. Und jetzt kommt ein Punkt, der wichtig ist, nämlich das System ist, ich sagte eben, so etwas wie eine Macht und Gewalt. Sie können auch ruhig sagen, es ist so etwas wie ein Lebewesen oder meinetwegen sagen Sie ruhig mal wie ein Tier. Da können Sie ruhig mal die mythischen Tiere der alten Sagen und entsprechenden biblischen Geschichten heranziehen, den großen Drachen und so weiter. Auch ein System will nur leben. Das heißt, es will nur seine Operationen fortsetzen. Dieser Drang zur eigenen Reproduktion, also zur Fortsetzung seines Typs von Operationen, ist dem System genauso zu eigen wie jedem Lebewesen, wie jeder Maus, die davonläuft, wenn die Katze kommt, oder wie jedem Menschen, der eben guckt, dass er nicht verhungert und nicht erfriert. Systeme sind auch nur Menschen, könnte man sagen, oder sind auch nur Lebewesen, die genauso leben wollen, dass eben dieses Urprinzip des Lebens, alles will sich gewissermaßen erhalten. Und das Problem liegt eben jetzt dann darin, dass es durchaus sein kann und heute oft so ist, dass Systeme sich auch dann noch erhalten, wenn sie die Funktion, um deren Willen sie eigentlich mal ins Leben gekommen sind, gar nicht mehr erfüllen. Das ist eben eine Erfahrung, die mit allen Systemen passieren kann. Die Bibel nennt das den Engelssturz. Also wenn Engel für Systeme stehen, dann wäre eben der Sündenfall der Engel, der Engelssturz, der Punkt, wo die Engel gleichsam aus Hochmut und Stolz, wie es so schön dann heißt, also nicht mehr dienen wollen, sondern eben nur noch sich selbst erhalten wollen. Und das kann immer wieder passieren. Das kommt auch schon, wenn Sie mal das Systemgespräch, also was wir als Beispiel genommen haben, betrachten, in jedem kleinen Gespräch vorkommen. Man beginnt ein Gespräch und dann will es gar nicht aufhören. Und manchmal wird das Gespräch blöd und flach und ordinär und trotzdem kommt man da ganz schlecht wieder raus. Ja, denken wir so manche Kneipengespräche am späten Abend, die kriegt man einfach nicht beendet. Das System läuft immer weiter und braucht eine besondere Kraft, um wieder rauszukommen. Ja. Und man kann doch das System, wenn es einmal läuft, ganz schlecht verändern, weil man muss ja immer anschlussfähige Äußerungen produzieren. Man kann abends an der Theke, wenn die Leute alle nur ordinäre Witze reißen, wenn das so sein sollte, unheimlich schlecht eine Äußerung machen, die das System dann wieder verändert, also irgendwas Geistvolles und Niveauvolles sagen. Jedenfalls, das System also sich gleichsam von den Bedürfnissen, um deren Willen sie geschaffen worden sind, loslösen können, dass sie sich autonomisieren können, ist eben die Erfahrung, die man damit machen kann. Und das ist eben das, was wir den Sündenfall nennen können. Und dann werden eben solche eigentlich dem Menschen dienstbaren Systeme zu solchen ja, destruktiven Systemen, zu solchen autonomen Systemen oder eben zu solchen Mächten und Gewalten. Oder nehmen Sie ruhig mal den Drachen aus der Offenbarung des Johannes. Er steht genau dafür. Er will nur noch fressen, 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 will Macht haben. Ne? Und dann kommt die Hure Babylon dazu, ne? Die gleichsam die verkörperte Begierde ist, die die Menschen an diesen Drachen kettet und koppelt, wie Luhmann sagt. Also mit unserer Begierde sind wir daran gekoppelt.
und keiner kann verkaufen ohne ihr Zeichen, heißt es extra da in der Offenbarung des Johannes. Aber das System, der Drache frisst zugleich das, wofür er eigentlich da ist. Das ist eine ganz gute, äußerst geniale Beschreibung dieser systemischen Zusammenhänge. Ja, und um es jetzt deine Punkte kurz zu machen, wenn wir eben bekennen, dass Gott der Herr aller Mächte und Gewalten ist, dann sagen wir, dass wir im Glauben diesen Mächten und Gewalten nicht gehorsam sein müssen, sondern dass uns Gott die Kraft gibt, diesen Systemen zu entkommen. Das entnehmen Christen aus der Auferstehung, weil ja Christus der höchsten Macht, vor der noch alle Systeme fürchten müssen, nämlich eben der Macht des Todes, entkommen ist. Oder wir entnehmen es auch, und das ist eigentlich gleichwertig, aus dem alttestamentlichen Gegensatz von Gott und Göttern oder eben Gott und Götzen. Also ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Also keins dieser Systeme, keins dieser Götter, dieser Himmelswesen soll uns zum Gott werden, sondern Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Dieser erste Satz der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, enthält schon das ganze biblische Programm. Nur das muss man wissen, der Rest ist Ausführungsbestimmung. Man muss nur wissen, dass Gott der Schöpfer des Himmels ist und nicht nur der Erde, und dass eben solche himmlischen Wesen, sprich Götter oder Engel, seien sie nun gefallen oder nicht, eben von Gott geschaffen sind und damit wir ihnen nicht unterliegen müssen und deswegen in der Lage sind, uns der Macht dieser falschen Götter, der Macht des Faktischen entgegenzustellen. Und das bedeutet eben, dass, sage ich mal so, von daher gesehen, der Glaube eine ideale Voraussetzung ist, um den Zwängen unseres anscheinend ja sonst unentrinnbaren Geldsystems zu entkommen. Von daher wäre der Weg, also mit christlichen Gemeinden einen Weg zu gehen aus dem Geldsystem heraus, von der Seite her ideal vorbereitet. Dieser Glaube muss nur neu erweckt werden, aber er ist im Grunde Zentrum und Inhalt des christlichen Glaubens. Immer wieder werden wir aus dem Sklavenhaus Ägypten herausgeführt, immer wieder feiern wir Ostern, immer wieder bekennen wir eben Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Ja, klarer kann man es eigentlich nicht sagen im Blick auf das, was Christen hier für eine besondere Aufgabe haben. Und wie dringend so eine Aufgabe ist, sieht man eben daran, dass offenbar die Mehrheit der Gesellschaft dieser Macht der Systeme blind gehorcht. Also wir hier, Sie hier versuchen da rauszukommen mit etlichen Schwierigkeiten. Aber wie stark eben solche systemischen Mächte sind, das sage ich mal ergänzend zu dem, was Frau Wiegel heute Morgen gesagt hat, das stimmt alles auch mit der Selektivität unserer Bewusstseinsoperation ganz klar, aber es ist zugleich eben auch diese Macht der Systeme zu sehen, jetzt einfach zwingend in ihrem Sinne zu handeln. So wie eben ein Fisch im Schwarm praktisch keine Chance hat, rauszuschwimmen. Das ist halt nun mal so, weil wir eben Teile, weil wir Elemente von Systemen sind. Ja, wenn ich jetzt mal ganz kurz zum Schluss die Schritte ins Auge fasse, die wir für eine Gemeindeökonomie vorgesehen haben, dann sage ich eben, wir haben mit den kirchlichen Gemeinden ideale Voraussetzungen für den Anfang eines neuen Geldsystems. Wir haben einen richtigen Glauben, das ist nicht unwichtig. Wir haben eine entsprechende Gemeinschaft. Heute Morgen wurde gesagt von Frau Wiegel, dass Gemeinschaft ganz wichtig ist. Ganz klar, wir haben ja schon diese Gemeinschaften. Natürlich oft recht unlebendig, gebe ich auch zu, aber wir haben sie und sie könnten leicht lebendig werden. Wir haben eine ganz hohe ethische Motivation. Was bin ich nicht vielen hochmotivierten Christen und Christinnen in den Gemeinden begegnet, die sagen, wir wollen die Welt verbessern, aber wie? Man muss ihnen einen Weg zeigen, aber die Bereitschaft, also im Sinne des Evangeliums und des Glaubens hier einzutreten, ist unglaublich hoch, aber oft eben mit sehr viel Hilflosigkeit verbunden. Wir haben bereits eine soziale Binnenstruktur. Wir haben eine hohe Vernetzung zwischen diesen Gemeinden, dekanatsmäßig, bistumsmäßig, landeskirchenmäßig, bundesmäßig, europamäßig, ja sogar global. Also welche Organisation hätte schon diese globalen Möglichkeiten, die eben die Kirche dann die Punkte hat? Ja, und das ist eigentlich schon doch eine sehr gute Voraussetzung, die Kirchen hier einmal in die Pflicht zu nehmen. Also sie wären die Akteure, die jetzt am ehesten dran sind. Und ich sage mal, wir haben hier so ein Programm, das können Sie gerne mal nachlesen, aber im Grunde ist es eigentlich schnell skizziert in vier Stufen. Die erste Stufe heißt Verstetigung des Gemeindebasars. Verstetigung, also immer weitermachen. Es gibt ja schon diese Formen von Ökonomie in der Gemeinde, in Form des Gemeindebasars, wo die Leute ihre Marmelade abgeben, wo die selbst gehäkelt ist und so weiter.
Das könnte man ausbauen, könnte man verstetigen, könnte man zum ständigen Gemeindebasar machen und damit eben die Gemeinde als gewissermaßen ökonomischen Akteur erkennen. Und wir haben das durchgespielt bei unserer Tagung, was da alles so in den Gemeinden für Talente und Fähigkeiten sind, die Leute einbringen können, was Leute alles tun können, was sie alles machen können, also Fahrrad reparieren und andere Arten von Dienstleistungen, optimale Reiseplanung bereitstellen, Sprachunterricht geben und dies und das und so weiter. Das ist eine Menge, aber das sind eben alles keine Dinge, die in der Euroökonomie vorkommen können, aber die in einer solchen Gemeindeökonomie durchaus vorkommen können. Und wir haben bei unserer Tagung auch dann eben so eine Kirchenmarktwährung eingeführt und haben eben dann richtig gehandelt, also 5 Stunden Englischnachhilfe gegen, was ich weiß, 10 Gläser Marmelade. Wie klappt das denn? Da wurden dann eben Wechselkurse ermittelt und dann gab es eben schon einen richtigen Handel. Und das war auch sehr lebendig und sehr lustig. Und sowas könnte durchaus in Gemeinden stattfinden. Dann die zweite Stufe wäre, die eigene Gemeindeökonomie ausweiten. Also ausweiten vor allem in Richtung der Eurozone. Also man fragt den örtlichen Bäcker, ob er bereit ist, 100 Kirchenmark in der Woche anzunehmen, wenn er dafür für seine Tochter Mathematik-Nachhilfe bekommt oder die Aprikosenmarmelade geliefert bekommt für seine Berliner, die er bäckt. Ne? Und dann sagt er, gut, ich nehme 100. Und dann sagen seine beiden Verkäuferinnen, okay, wir nehmen von unserem Gehalt jeweils 25 noch in Kirchenmark, schon mal dann 150 und dann ist schon mal etwas da. Und dann wird der Metzger und dann die Reinigung und der Post oder der Friseur auch noch zustimmen. Dann gibt es eben dann Business to Business und so jeweils. Da könnte sich gewissermaßen langsam auf der Ebene immer der schon intakten Gemeindestrukturen, die es ja gibt, wo es sie noch gibt, schon so eine kleine Gemeindeökonomie entwickeln. Und zugleich könnte man natürlich auch schon anfangen, über die Grenzen der eigenen Gemeinde oder Pfarrei hinaus auch mit anderen Gemeinden dann schon so einen kleinen Handel zu betreiben. Ne? Ja, dann eben Stufe 3, die Geldsysteme mehrerer Gemeinden miteinander vernetzen. Also ganz schlicht, wenn ich, der ich in Köln wohne und in Dortmund arbeite und normalerweise jeden Abend von Dortmund nach Köln zurückfahre, aber mal über Nacht in Dortmund bleiben muss, dann zahle ich im Augenblick immer ein Hotel oder Kolpinghaus oder so, aber wenn das eben dann da in Dortmund also Vermietungen gegen Kirchenmarkt gibt, bei Kirchenmitgliedern, wo ich einfach eine Nacht unterkommen kann, dann kann ich eben mit meiner rheinischen Kirchenmarktwährung in Westfalen, Dortmund, dann eben mein Zimmer bezahlen. Warum denn nicht? Das wäre doch durchaus zu vernetzen. Und schließlich eben, ja gut, ein übergreifendes christliches Geld- und Finanzsystem einführen, also das noch weiter auszudehnen, wobei wir dann speziell daran gedacht haben, auch noch einen starken Kontakt mit unseren jüdischen und islamischen Glaubensschwestern und Brüdern noch auf der Stufe mit einzubringen, die ja da alle auch hoch interessiert sind. Ich habe viele Kontakte zu islamischen Menschen, zu Muslimen, die an diesem Thema sehr interessiert sind, die nach Möglichkeiten suchen, das hier im Westen umzusetzen. Da würden wir eine ganz neue christlich-islamische Ökumene mit schaffen können und auch von jüdischer Seite und so weiter. Das will ich ja nur kurz andeuten. Näheres können Sie gerne den kostenlosen Exemplaren da hinten entnehmen. Und jetzt wäre ich mal gespannt, was Sie mir jetzt kritisch zu sagen haben, also ob ich hier noch was lernen kann. Ich danke erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus